Hallo, liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Ründchen die Elder Scrolls Online. Hier sind wieder Fufu und Wilandra. Hallo. Und wir fliegen gerade katzentief. Wir fliegen katzentief. Große Katzen. Okay. Ja, wir wollen euch heute einladen, die Prolog-Quest mit uns zusammen zu spielen. Zu High Isle. Und zwar, will ich ja noch annehmen, ich habe doch gleich angenommen. Mhm. Ja, im Kronenshop war die, ne? Kronenshop, genau. Kronenshop. Questprolog. Queste, Prologe. Emporstrebende Zweifel. So, wo müssen wir denn hin? Du musst nach Wegesruh. Sprech mit Jakan. Genau. In Wegesruh. Du kannst auch direkt zu mir kommen. Dann lade dich doch einfach mal ein und dann reise ich zu dir. Da war ja was. Mhm. Wo ist der denn? Und reisen. Nach Sturmhafen haben wir ja noch einiges offen. Ja. Da sind wir ja noch bei. Ja. Aber jetzt ist erstmal Jakar. Jakar? Jakar. 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 So. Müssen wir jetzt kurz gucken. Da muss ich hin. Sag mal, was ist denn hier los? Jakan. So, Jakan. Hier wirst du von Katzen. Pferden, alles umgerannt. Wildgewordene Spinnen. Ja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Doch, wollen wir mit ihm reden? Ich krieg schon mit ihm. Oh, bei dem es um eine verschwundene schöne Frau geht. Es ist ein Rätsel, das direkt einem Ermittlerin Vala-Roman entsprungen zu sein scheint. Ermittlerin Vala, war da, hat da nicht hier Dingens auch immer drüber gesprochen? Wie hieß sie, die kleine Bogenschützin? Evelyn? Evelyn. Evelyn Schafsheil oder so. Genau, ja, genau. Er erzählt mir mehr über diesen Geheimauftrag. Ah, dieser Teil kommt später. Die wundervolle Valisea ist verschwunden. Das hat Vorrang. Fürstin Arabelle hat mich angeworben, um ein paar Medaillons bei Valisea abzuholen. Doch als ich bei der Werkstatt ankam, fand ich den Ort geplündert vor und sie war fort. Irgendeine Idee, wo wir nach Valisea suchen können? Leute in meinem Metier neigen dazu, die unterschiedlichsten Bekanntschaften zu machen. Ich habe Erkundigungen angestellt und endlich hat jemand geantwortet. Ich will mich gerade mit Taraska treffen. Wollt ihr mir helfen, Valisea zu finden und mit meinem Kontakt sprechen? Ihr werdet natürlich auch bezahlt. Ja, wenn ich bezahlt werde, natürlich werde ich euch helfen, eure verschwundene Freundin zu finden und mit eurer Kontaktperson sprechen. Hier will sich meine Kontaktperson Taraska treffen. Ich habe diesen Wagen angeheuert. Geld tut ja fast alles. Ja, und Schuki. Ich hoffe, ihr habt nichts gegen etwas behängte Umstände, Hübsche. Springt rein und wir machen uns auf den Weg. Ja, erzähl mir mehr von diesem Medaillon. Valisea hat sie nach einem Generalmedaillon angefertigt. Fürstin Arabelle meinte, sie wären entscheidend für den Erfolg unserer Mission, aber ich habe aufgehört, weiter zuzuhören, als mir klar wurde, dass sie kein Gold wert sind. Es sind eine Art Einladungen, aber sie hat mir nicht gesagt, wofür. Wisst ihr, wie die Medaillons funktionieren? Nicht wirklich. Mein erster Auftrag für Fürstin Arabelle war es, das Generalmedaillon aufzuspüren. Die Vorlage, mit Hilfe derer die anderen erschaffen wurden. Ich kenne die näheren Einzelheiten nicht. Nicht, dass sie mich interessieren würden. Ich sollte die Medaillons von Valisea bekommen, aber die waren auch weg. Warum nicht einfach eine gewöhnliche Einladung schicken? Das habe ich auch gefragt. Ach ja, die Post, ich verstehe. Fürstin Arabelle sagte, und ich zitiere ja sie da. Sehr guter Wind. Doch nicht töricht, mein Teurer. Sie weiß wirklich, wie kränkend Worte sein können. Es hat etwas mit Valiseas Verzauberungen zu tun. Sie erlauben es den Trägern, einen geschützten Ort zu betreten. Erzähl mir von Valisea.
Valisea ist eine atemberaubende junge Magierin, die sich in der Magiergilde einen Namen macht. Ich bin ihr nur zweimal begegnet, doch sie ist verrückt nach mir. Wahrscheinlich liegt sie jede Nacht wach und träumt von diesem schönen Antlitz. Das können nur Albträume sein. Auf die Leute, wisst ihr? Halt, ihr habt Valisea nur zweimal getroffen? Genau. Das erste Mal auf dieser verstockten Feier der Liga der Standhaften, zu deren Besuch mich Fürstin Arabelle gezwungen hatte. Das zweite Mal, als ich das Generalmedaillon fand und es bei ihr in der Werkstatt abgab. Wie oft ist auch gar nicht wichtig. Ich will sie finden. Was ist die Liga der Standhaften? Irgendeine philanthropische Organisation, für die Fürstin Arabelle arbeitet. Sie bietet den Vertriebenen und Verwundeten des laufenden Krieges in Cyrodiil Hilfe und tut noch mehr Gutes. Können wir jetzt bitte nach Valisea suchen? Ja, können wir gerne machen. Ich denke mal, jetzt muss ich in den Wagen einsteigen. Kann man den Sack da noch plündern? Ja, da sind Knochen drin. Oh nein, ich bin schon eingestiegen. Wieso geht's nach Wadenfell? Was will ich denn hier? Ja, da soll's ja, da soll die Prolog-Quest ja spielen, deswegen kriegst du Wadenfell zurzeit auch geschenkt. Okay. Taraska, ihr seht gut aus, alte Katze. Genug, Jagga. Ist ja jetzt nicht mein Liebling. Ihr habt euch kein bisschen verändert. Ja. Oh. Meine Freundin, sprecht mit ihm. Jakarn war weise, jemanden mitzubringen. Er wird das sicher als Ausrede benutzen, um nicht das Gold zahlen zu müssen, das er diesem schuldet. Taraska freut sich, mit jemand anderem als dieser Glatthaut sprechen zu können. Dieser hat Informationen für euch über seine Freundin. Hey, eigentlich bin ich Hochelfin und ziemlich arrogant, weißt du, ne? Wisst ihr, wo wir Valisea finden können? Taraskas Kontakte haben von einer Gruppe erfahren, die eine Hochelfin gefangen genommen hat. Bei der Verfolgung erkannte dieser, dass besagte Gruppe der Orden der Emporstrebenden war. Der Orden der Emporstrebenden? Wer ist das? Ah, ihr habt noch nicht von denen gehört? Das ist eine Gruppe, die sich gegen den Krieg der drei Banner stellt. Sie protestiert üblicherweise gewaltfrei, weshalb dieser es verwunderlich findet, dass sie etwas mit einer Entführung zu tun hat. Doch das ist nicht Taraskas Angelegenheit. Wohin hat der Orden der emporstrebenden Jakans Freundin gebracht? Dort rein. Taraska ist ihnen lang genug gefolgt, um zu sehen, wie sie durch ein Rankentor verschwunden sind. Sie sind nicht wieder rausgekommen. Dieser hat eine Laterne hinterlassen, damit ihr den Eingang findet. Jo, danke für die Info. Taraska ließ eine Laterne am Eingang zurück, wo der Orden der emporstrebenden Jakarns Freundin hingebracht hat. Ihr könnt sie nicht übersehen. Achtet darauf, dass ihr Jakarn nicht sterben lasst. Er schuldet Taraska eine Menge Gold und dieser will das irgendwann abkassieren. Warum seid ihr dem Orden der Emporstrebenden nicht nachgegangen, als ihr saht, dass sie eine Gefangene haben? Taraska ist kein Held. Jakarn hat nach Informationen gefragt und dieser hat sie ihm gegeben. Die Schuld von dem krallenlosen Tölpel diesem gegenüber ist damit umso größer. Was ist eure Vorgeschichte mit Jakarn? Je weniger Taraska darüber sagt, desto besser. Dieser kennt Jakarn schon eine lange Zeit und hatte von Anfang an unter seiner lockeren Haltung zu leiden. Er ist ein Dieb mit einer silbernen Zunge und einem bezaubernden Lächeln. Es gibt kaum eine Kombination, die schlimmer wäre. Dann liebt wohl. Jakarn. Danke, dass ihr mit Taraska geredet habt. Er ist reizbar wie eh und je. Auf jeden Fall dürfte die von ihm erwähnte Gefangene die liebliche Valisea sein. Wir müssen sie retten. Gehen wir rein und finden Valisea und ihre Entführer. Taraska erwähnte den Orden der Emporstrebenden. Damit hätte ich rechnen sollen. Ich bin ihnen bei meinem ersten Auftrag für Fürstin Arabelle begegnet. Sie bekamen das Generalmedaillon in die Hände, bevor ich es zurückgestohlen habe.
Da ergibt es Sinn, dass sie es auch auf die anderen abgesehen haben. Doch warum haben sie Valisea entführt? Das ist nicht ihr Stil. Habt ihr irgendwelche Theorien? Mit Theorien kann ich nicht dienen. Doch ich kann Ärger riechen, wenn er sich zusammenbraut. Der Orden der Emporstrebenden plant etwas Großes und das gefällt mir nicht. Kommt schon, lasst uns Valisea finden. Mehr retten, weniger spekulieren. Taska meinte, er hätte eine Laterne an der Öffnung gelassen, in die sie hinein verschwanden. Suchen wir nach ihr. Ja, dann. Fertig? Ja. Wollen wir los? Jetzt können wir los. Denn mal. Folge mir. Hey. Das ist auch ein schöner Name. Ja, es klingt so nach Drehmann, ne? Ein Zipilu. Der Orden der Emporstrebenden muss hier irgendwo ein Versteck haben. Taraska sagt, er hätte eine Laterne am Eingang gelassen, oder? Sehen wir uns nach Spuren von Valisea um. Was erwartet ihr, was wir dort finden? Irgendetwas. Haltet einfach nur die Augen offen. Und kümmert euch um alles, was uns erstechen, verbrennen oder fressen will. Denkt daran. Taraska meinte, er hätte eine Laterne an einem von Ranken verdeckten Höhleneingang. Hab ich gerade erzählt, ja, ja. Ich werde die Augen offen halten. Er wiederholt sich. Ja. Hat er schon wieder getrunken oder was ist los? Er wiederholt meine Sätze. Ja, hat er schon wieder getrunken? So. Gibt's hier irgendwo eine Kiste? So viel wie hier gerade herkommen, müssen wir wahrscheinlich. Gucken die auch alle nach Kisten, oder? Genau. Nee. Oder wir müssen hier gleich wieder her. Alles wenigstens schön bunt hier, die Höhle. Ja. Ihr schafft das, oder? Da glühen mir doch glatt die Augen. Oh, guck mal, da liegt was. Ja. Zerrissener Stoff. Das sieht aus wie ein Stück von Valiseas Robe. Sie sah in dieser Farbe immer toll aus. Komm. Das sieht aus wie Putzlumpen. Kann es sein, dass er verliebt ist? Ja. Liebe macht blind. Genau. Sehr schön. Wo geht man jetzt lang? Rechts oder links? Das ist eine gute Frage. Ich finde, wir sollten hier lang gehen, auf dem Weg sind. Könnten ein paar Kisten liegen. Ich hab mir gedacht, hoffentlich falle ich nicht durchs Loch. Würde doch passen. Ja, oh, Kaffee, ich hab Kaffee gekriegt. Endlich. Ja. Kaffee war schon fast alle. Und noch ein paar Kaffee. Hüt. Mein Glückstag heute. Man nicht. Ist es leckerer Kaffee? Ich hoffe. Geht dahin. Ihr schafft das. Doch ich bin hier. Was war das? Hält noch nichts aus. Nee. Nicht so richtig. Hier geht's auch nicht weiter. Oder? Ist aber ein guter Platz für eine Kiste. Ja. Dort Minimap könnte ja tatsächlich eine sein. Sogar mehrere. Mhm. Hallo, du da. Hält aber nichts aus, ey. Schick. Da kriegst du warme Füße. Oh, ich dachte, endlich. Halte euch den Rücken frei. Schnappt sie euch. Wir müssen da dann gleich mal hoch. Ja, glaube ich auch. Ja.
seht, das muss Taraskas Laterne sein. Ich glaube, wir haben unseren Eingang gefunden. Valisea muss irgendwo hier drin sein. Gehen wir. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, doch, doch, das muss ja neu eingefügt worden. Euer schneidiger Held ist hier, um euch zu retten. Ja, okay, dann geht vor. Ach, der rennt mir doch hinterher. Euch Eier. Was merkt das jetzt denn? Das war Valisea, hier entlang. Nee, wir müssen auch gucken hier. Valisea, macht euch keine Sorgen. Euer Held ist hier. Geht das hier lang? Erstmal gucken, wo das hier lang geht, ne? Geht das auch noch auf? Dann gehen wir erstmal gucken, mal. So, das sind viele. Ich glaube, er sollte man doch da erstmal lang gehen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir einen längeren Weg hier haben. Ja, wohl, nö, das ist hier. Ja, aber nur. Ist hier gleich zu Ende. Aber wahrscheinlich müssen wir eh nochmal hierher. Ich hör mal von aus. Der hier schon mal? Hallo, der tut dir nichts. Ich wollte nur sicher gehen. Der tut mir auch nichts. Der schon. Nö, das haben wir vorbeigerannt. Allerliebst. Ich hab noch nicht mal ein Raid-Set an, ne? Ich schon, aber das ist hier irrelevant. Ja. Der wird bestimmt umfreuen. Ja! Na, ja, helfen wir mal mit. Bevor der da lange. Warum? Wo geht's hier hin? Wo geht's hier hin? Wo geht's hier hin? Wir wissen, wo es hier hingeht. Ja, verdammt. Okay, rennen wir mal zurück. Wahrscheinlich dürfen wir hier gleich wieder her. Ja, ja, ich hab so. Hier hin. Achso, nirgendwo. Aber. Hat er auf dem Seil gelaufen? Das weiß ich nicht. Was sieht es aber? Willst du zurückkommen? Mal gucken. Warum habe ich eine Rolle gemacht? Ich wollte keine Rolle machen. Was soll das? Wenn ich eine machen will, mache ich keine. Ja, das kenne ich. Und schon ist man tot. Ja. Und wenn ich einfach nur normal laufen will, mache ich eine Rolle. Was soll sowas? Das ist ein bisschen undefiniert. Ja. Oh, ich habe noch gar keinen. Ich habe eine Schlammkrabbe angeschossen. Was ist noch nicht? Ich muss noch mal mir was zu futtern reinpfeifen hier. So. Du hast heute noch nichts gegessen? Nee. Ja, dann gehen wir doch mal hier so, durch. Was hast du jetzt deine Tante gerettet? Brauchen wir nur noch looten? Sicher überwältigt euch mein Anblick. Nur einen Moment, dann binde ich euch los. Oh! Ist das ekelig? Ja. Wie habt ihr mich gefunden? Ich hätte nicht gedacht, dass mich hier jemand finden würde. Am allerwenigsten Jakarn. Doch ich bin euch beiden dankbar. Die Einladungsmedaillons. Jakarn sollte sie für Fürstin Arabelle abholen. Aber der Orden der Emporstrebenden hat sie gestohlen. Wir müssen sie zurückholen. Erzählt mir, was geschehen ist. Ich hatte gerade meine Arbeit an den Einladungsmedaillons für Fürstin Arabelle abgeschlossen, als der Orden der Emporstrebenden in meine Werkstatt stürmte. Man entführte mich, nahm die Medaillons, fesselte mich und ließ mich hier zurück. Man stellte mir überhaupt keine Fragen. Ich verstehe das nicht. Und wohin haben Sie die Medaillons gebracht? Das
weiß ich nicht sicher, doch die Gruppe hat sich aufgeteilt, als wir hier ankamen. Ein paar schleiften mich hierher, die anderen gingen tiefer in die Höhle. Sie müssen die Medaillons dorthin mitgenommen haben. Es waren insgesamt 5 Medaillons. Bitte findet sie! Ja, ich werde sie finden. Gebt mir einen Moment, dann helfe ich euch, nach den Medaillons zu suchen. Es ist extrem wichtig, dass wir sie zurückbekommen. Die vom Orden der Emporstrebenden müssen sie tiefer in die Höhle hineingebracht haben. Könnt ihr mir sagen, wofür die Medaillons sind? Ich sollte eigentlich nichts dazu sagen. Ich würde dies lieber Fürstin Arabelle überlassen. Ich kann euch jedoch verraten, dass die Medaillons Einladung sind. Verzaubert. Damit sie auf Wunsch von Fürstin Arabelle dem Träger Zutritt zu einem geheimen Ort gewähren. Wisst ihr, weshalb der Orden der emporstrebenden Seelen, ja, wahrscheinlich, weil sie an den geheimen Ort wollen, ist. Nein, sie haben kaum von mir Notiz genommen, wenn man vom Umstand meiner Entführung absieht. Und eins könnt ihr mir glauben, ich war hartnäckig. Ich weiß nicht, wie sie überhaupt von den Medaillons erfahren haben. Doch ihre emporstrebende Verfechterin schien sehr gut informiert zu sein. Wisst ihr irgendwas über die emporstrebende Verfechterin? Nur, dass sie bei dieser Sache eindeutig das Sagen hatte. All die sogenannten Ritter, die mich herumgeschubst haben, unterwarfen sich jedem ihrer Befehle. Sie ging tiefer in die Höhle mit der Gruppe, von der ich glaube, dass sie die Medaillons hat. Woher kennt ihr Yakan? Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Er wäre nicht so gut im Gedächtnis geblieben, wenn er nicht so entschlossen gewesen wäre, meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Seine Avancen waren natürlich harmlos, aber durchaus hartnäckig. Trotzdem freue ich mich, ihn zu sehen. Ich bin dankbar für die Rettung. Er glaubt, ihr vergöttert ihn. Ist das so? Das überrascht mich nicht. Yakan ist die Sorte Mensch, die meint, alle anderen wären von jedem seiner Atemzüge verzaubert. Und das sind manche sicher auch. Ich gehöre allerdings nicht dazu. Er ist zumindest amüsant, aber fast schon unerträglich. Ja, dem stimme ich zu. Klippo. Ja. Vielen Dank für eure Hilfe, Yakan. Meine liebste Valisea, ja. Die leuchtende Bewunderung in eurem Blick, wenn ihr mich ansieht. Ich muss gehen, bevor ich mich übergebe. Ja, und schon rennen wir wieder den Land. Ja. Oh, guck mal, ich hab was gefunden. Yay, das haben wir vorhin nicht gesehen. Nee. Bring die Medaillons zu... Da seid ihr ja hübsche. Habt ihr die Medaillons zugebracht? Lasst es Valisea wissen. Egal. Was? Ich kann es oh, Entschuldigung. Kommen, der Orden der Emporstrebenden muss sich für vieles verantworten. Bitte sagt mir, dass ihr die Medaillons gefunden habt. Nein, aber ich habe diese Schriftrolle gefunden. Lasst mich einmal sehen. Da ist wieder diese emporstrebende Verfechterin. Fürstin Arabelle wird davon erfahren wollen. Doch ich kenne diesen Ort. Die Sarelot-Grotte. Wo ist die Sarelot-Grotte? Sie liegt auf Wardenfell, aber sie hatten leider nicht erwähnt, Wardenfell. Wo genau in der Grotte sie die Medaillons hingebracht haben. Ich glaube, ich habe etwas, was euch dabei helfen könnte. Hier, nehmt diese Muschel. Und wie wird mir die Muschel helfen, die Medaillons zu finden? Es ist nicht nur eine Muschel. Ich habe sie mit derselben Magie wie die Medaillons verzaubert. Wenn ihr euch auf die Muschel konzentriert, leuchten die Medaillons kurz auf. Hier. Ich markiere die Grotte auf eurer Karte. Und die in der Schriftrolle erwähnten Boote sollten in der Nähe sein. Okay, ich werde zu der Grotte gehen und die Muschel verwenden, um die Medaillons zu finden. Ist das so wie die Muschel, die man sich ans Ohr hält und dann das Ja, aber warte mal, die muss uns noch unseren Zettel wiedergeben. Achso. Die hat den einfach eingesteckt. Ja, ehrlich. Das ist nicht richtig. Oder? Nee, nicht so wirklich. Darf die nicht. Duck zeigt mal her und dann steckt sie sich den ein. Ja. Oh, hier geht's ein Gegner her. Wir waren immer nicht da. Nö. Und warum haben wir nicht auf uns selber gehört? Wenn nicht auf uns selber, auf wen sollen wir denn dann hören? Ja. Wir wussten doch, wir müssen hier wieder rein. Ich habe einen Bonus erhalten, ich bin erfrischt. Dann. Es ist erfrischend mit mir. Ja. Herz allerliebst mal wieder. Also. Soll ich dich ab jetzt ja Karl nennen? Nein. Okay.
Bin ich im Wadenfell? Ja, deswegen, sie sagt ja, oh, das ist ein Wadenfell. Ich dachte, wir sind im Wadenfell. So. Okay. Wo, wir sind ja vorher mit deinem komischen Wagen. Irgendwo. Ja, nach Wadenfell. Achso, wir sind nach Wadenfell. Ich komme da schon nicht mehr mit. Hat ein Elf ein schrilles Geräusch gemacht. Gucken, wo müssen wir denn überhaupt hin, weil... Achso, oh, das ist gar nicht so weit. Eine Kiste. Eine einfache, das kann dauern. Ja. Und es geht wieder. Und Dietrich abgebrochen. Nein, noch nicht. Habe ich ja irgendwo einen Fundbericht? Nee. Einer war der letzte, wie wir eigentlich einhaken, wie immer. Oh, ich habe was gekriegt, was ich noch nicht hatte. Wow, cool. Na. Halskette des Kriegerpoeten. Mhm. Oh, die bin ich aber ganz schnell, Mann. Mhm. Total wichtig. Ja. Naja, um Sticker-Album vollzubringen auf jeden Fall. Genau. So. Dann lauf mal weiter vor. Gut. Du weißt ja, wo es hingeht. Mhm. Hast du eben nachgeguckt? Ja. Ich habe auf die Karte geguckt. Und folge jetzt dem Pfeil. Ich muss sagen. Das. Ich hätte gar nicht auf die Karte geguckt, sondern wäre einfach dem Pfeil gefolgt. Ja, ich wollte nur gucken, dass er aber auf dem anderen Ende der Karte ist. So wie ich es mache. Einfach loslaufen. Die wollen da, glaube ich, auch hin. Mhm. Denke ich auch. Passt auf, nicht im Schlick stecken. Willkommen am Hintertal des Nirgendwos. Dies ist der Ort, den Valisea mir beschrieben hat. Der Eingang zur Sarelot-Grotte. Die 5 Medaillons müssen irgendwo dort drin sein. Wir müssen uns beeilen und sie zurückholen. Ihr habt noch diese Muschel, die Valisea euch gab, oder? Ja, die gebe ich aber erst raus, wenn ich meinen Plan zurückkriege. Ja, ich habe die Muschel. Gut, das wird uns helfen, die Medaillons zu finden, sobald wir hineingelangt sind. Valisea sagte, die Medaillons leuchten, wenn man sich auf die Muschel konzentriert. Ich vermute, der Orden der Emporstrebenden wird es uns nicht leicht machen. Das tun Bösewichte nie. Was für eine Art von Widerstand ist eurer Meinung nach zu erwarten? Das lässt sich nicht sagen. Doch wenn wir die emporstrebende Verfechterin treffen, wird sie dafür bezahlen, die wunderschöne Valisea gefesselt zu haben. Solche Übergriffigkeiten sind nur angebracht, wenn beide Seiten daran Interesse haben. Denkt auf jeden Fall daran. Unser vorrangigstes Ziel ist es, diese 5 Medaillons zurückzubekommen. Ja, ich werde euch in der Grotte treffen. Warum wiederholt der Typ ständig Sachen, die andere Leute gesagt haben? Ja. Sissa. Er hört sich gerne selber reden. Oh ja. Macht gerne anzügliche Bemerkungen. Mhm. Die oh. Eine Qualle. Ich dachte eben, du könntest das Zeug hier beenden. Aber nicht. Nee. Benutzt die Muschel und seht, ob sich ein Medaillon in der Nähe befindet. Ich halte euch den Rücken frei. Schnappt sie euch. Oh. Ups. Das war ein Mitspieler. Tülü. Ja, was steht hier da so rum? Verwirrend. Valisea ist ebenso brillant wie schön. Die Muschel zeigt Wirkung. Nun lasst uns die anderen finden. Ihr schafft das. Doch ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Ja, ja. Aber ich die Muschel. Einsetzen. Und ist das schon? Nö. Ich auch nicht. Aber wir sind doch in einem Kreis drin. Ja, eben, deswegen wundert mich. Ah, jetzt. Das habe ich schon vorher gesehen. Da brauche ich die Muschel nicht für. Wenn der weiße Pfeil da drüber prangt. Ja. Hallo. Ach, da drüben. Setzt wieder die Muschel ein. Hier könnte etwas sein. Da ist eines. Eine verwitterte Truhe. So. Warum ist der Kreis noch da? Bei mir ist er weg. Bei mir ist er noch da. Habe ich den nicht mitgenommen? Und nicht. Angeklebt.
Warum muss ich jetzt noch... Ich glaub's ja wohl nicht. Hm? Und wieder nicht mitgenommen. Hab das doch eben angeklickt. Verwendet wieder die Muschel. Ihr schafft das, oder? Egal. Ich sehe da drüben etwas. Ja, ich hab euch. Würde nix boxen. Mhm. Spring immer auf einen drauf. Also. Nur am Motzen heute, ist ja furchtbar. Ehrlich. Ihr könntet irgendwo einen Muss ich aufhören. Ich sehe sie schon. Setz die Muschel. Ah, da ist die schleichende Mistwanze. Was ist die schleichende Mistwanze? Hier sind ja mehrere. Bitte? Ich sprach eben von einer schleichenden Mistwanze. Ich sehe hier gerade mehrere. Denn eine schleichende Mistwanze. Das ist der Typ mit dem Dreieck über einem, der einem hinterherläuft. Ah. So. Und jetzt noch hin. Ah ja, hier runter. Ihr schafft das. Doch ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Ne? Wie viel Trödelein sammelt der? Wir haben die Medaillons wie verlangt in der Grotte versteckt. Wollt ihr sie mitnehmen? Hinterfragt ihr meine Befehle, Wurm? Lasst die Medaillons genau dort, wo sie sind. Nur bevor die uns hinterherlaufen. Ach so. War da noch Zünderfliegen? Hab ich gar nicht gesehen. Ja. Die werden uns aber nicht hinterhergelaufen. Ist das so einer? Was? Wo? Oh! Ein totes Ding. Hast du? Ah ja, da. Ja. Ja. Mit Jakan nur sprechen. Fünf Medaillons. Kommt. Ich glaube, ich habe einen Weg hier rausgesehen. Wir haben alle fünf Medaillons wieder beschafft. Und wurden Zeugen eines überraschenden Auftritts der rätselhaften, emporstrebenden Verfechterin, von der wir so viel gehört hatten. Was für ein Glück. Was machen wir jetzt hier? Arbeit, wenn ich das sagen darf. Was machen wir jetzt hier, Khan? Jetzt bringen wir diese Medaillons zu Fürstin Arabelle. Ich kann es kaum erwarten, euch vorzustellen. Sie ist wirklich bemerkenswert. Eine ehemalige Offizierin der Löwengarde. Spionin und Agentin für Großkönig Emmerich und weltberühmte Schriftstellerin. Doch erwähnt letzteres nicht. Fürstin Arabelle Schriftstellerin? Oh, sie gibt nicht gern an. Sie wird es sogar vehement abstreiten, wenn ihr sie fragt. Doch sie schreibt diese wunderbaren Ermittlerin-Wala-Romane. Zumindest munkelt man das auf der Straße. Auf jeden Fall sollten wir uns in Bewegung setzen, bevor noch mehr vom Orden der Emporstrebenden auftauchen. Wo finden wir die Fürstin? Ich markiere den Standort ihres Lagers auf eurer Karte. Es ist sicherer, wenn wir uns aufteilen. Deshalb treffe ich euch dort. Behaltet fürs Erste die Medaillons. Ich gebe es nur ungern zu, doch ihr könnt besser auf sie aufpassen als ich. Mein Schlachtfeld ist die Liebe. Okay, ich treffe euch bei der Fürstin. Wir sehen uns im Lager. Aber kennen wir Fürstin Arabelle nicht schon? Ja, sagt mir auch irgendwas.
Hatten wir denn nicht auch in hier Dunkelforst zu tun? Weiß es nicht, aber der Name kommt mir irgendwie bekannt vor.